Hallo und herzlich willkommen zurück zum Skispringen 2007. Immer wieder witzig. Das Spiel ist wirklich, wie gesagt, fast 10 Jahre alt. 2006 ist das ja eigentlich schon erschienen. Zum Beginn der Saison 2006, 2007 quasi. Ich habe jetzt den Ingame-Sound ein bisschen leiser gestellt, weil ich gemerkt habe, in der ersten Folge hat man mich kaum gehört, weil die Nebengeräusche doch zu laut waren. In der Probeaufnahme klang das alles irgendwie noch nicht so schlimm. Hier sehen wir mal den schlechtesten Springer des Weltcups, der aber gerade noch so gestanden hat. So, wir sind in Garmisch. Ich habe natürlich die Trainingswoche jetzt mal weggelassen. So interessant ist das ja auch nicht. Wir haben alle Trainingserfolge erfüllt. Wir schauen uns jetzt einen Quali-Sprung an. Den machen wir wieder mit Andreas Wellinger aus Luke 4. Wir sehen relativ viel Rückenwind, bedeutet, es wird keine Rekordweiten geben. Aber wir haben im Training schon nochmal wieder einiges gut gemacht. Aber das wird noch dauern, bis wir Schanzenrekorde springen. Leichter Wind von links. Aber wir sehen, wir überspringen da die blaue Linie doch relativ deutlich. Die Haltungsnoten sind okay. Da habe ich ein bisschen verwackelt bei der Landung. Jetzt sind wir hier quasi Garmisch-Partenkirchen. Das zweite Springen immer der Vierschanzentournee. Das Neujahrsspringen in Garmisch. Denke ich mal, einigen Begriff, alle meistens wahrscheinlich. Man erinnert sich kaum noch dran, meistens, weil man eh noch einen Kater vom Vorabend hat. Man stellt sich einen Wecker auf 1 Uhr oder 2 Uhr. Manchmal war es ja auch unter Flutlicht jetzt inzwischen. So, den Qualifikationsdurchgang haben wir hinter uns. Jetzt kommt mit Severin Freund der zweite des Gesamtweltcups. Und wie gesagt, ich denke mal, man hört mich jetzt deutlich besser während des Springens. Ach, war nicht perfekt, der Absprung. Die Landung war okay, allerdings relativ spät. 93,5 Meter. Ich glaube, der Sprung war ordentlich. War jetzt ja auch eine Luke weniger Anlauf. So, und dann kommt jetzt Richie Freitag, der jetzt ja zweimal nur Dritter geworden ist in der Nachwuchsliga. Nicht optimal. Ach, verdreht weggekommen. Mal schauen, ob es trotzdem reicht. Wieder nicht perfekt. Also mit Richie Freitag. Ich mag ihn eigentlich sehr gerne. Ist eigentlich mit mein Lieblingsspringer. Mag ihn eigentlich mehr als Severin Freund sogar. Aber irgendwie klappt es mit dem nicht so richtig. 92,5 Meter. 76,5 Punkte. 76 Punkte. Wieder nicht perfekt. Aber für die Führung müsste es auf jeden Fall reichen, deutlich mehr über 20 Punkte Vorsprung. Jetzt kommt noch Andy Wellinger, der Führende, der die beiden Springen in der Nachwuchsliga bislang auch gewonnen hat. Ich habe eben nochmal, während ich die Folge gerendert habe, nochmal ein bisschen geübt, allerdings mit dem besseren Springer. Uiuiui, der sieht gut aus. Der sieht richtig gut aus. Nur die Landung war verwackelt. Da habe ich hinten draußen einen ordentlichen Schlenker drin gehabt. Sieht man auch sofort in den Haltungsnoten, nur 18er Werte, die wir da bekommen. Trotzdem 81,7 Punkte reichen für die Führung. 96,5 Meter, die 100 Meter sind hier natürlich wieder drin. Da sehen wir die Gesamtwertung. 5,7 Punkte Vorsprung auf Richie Freitag und 4,4 auf Severin Freund. Die Konkurrenz ist deklassiert. Die werden da keinerlei Chance mehr haben. Aber im zweiten Durchgang sind sie auch besser unterwegs gewesen. 126 Punkte sind es dann sogar noch geworden. Wie gesagt, die 100 Meter sollten jetzt auf jeden Fall drin sein. Richie Freitag muss jetzt mal was zeigen. Ansonsten ist dieser dritte Platz ja fast gefestigt. Super Absprung. Leichter Wind von der Seite. Landung war okay, aber nicht perfekt. Aber genau die 100 Meter getroffen. Haltungsnoten wieder eher durchschnittlich. Da will wieder jemand ein Kind vom Richie. Er freut sich trotzdem, weil er übernimmt jetzt erstmal die Führung, 87,5 Punkte, damit hat er fast 40 Punkte Vorsprung. Wie gesagt, die Konkurrenz sehr, sehr schwach unterwegs. Und jetzt geht's weiter mit Severin Freund. Ich mag diese Schanze in Garmisch eigentlich auch gar nicht. Nicht nur, weil sich das reimt. Oh, der Wind ist gut, der Wind ist gut, der geht weit. Da musste man wenig korrigieren. Genau 100 Meter, Haltungsnoten in Ordnung. Das ist die Führung für Severin Freund im zweiten Durchgang. Exakt 90 Punkte. Gerade mal schauen, woran es gescheitert ist, dass wir nicht bessere Haltungsnoten bekommen haben. Huch. Ja, wenn man daneben klickt, ist man selber schuld. Und jetzt Andy Wellinger, der Führende im Gesamtweltcup, der jetzt hier den dritten Sieg jetzt schon diese Saison feiern möchte.
Super Absprung. Wind kommt ein bisschen von der Seite. Und das müsste doch der Sieg sein. 100,5 Meter, 90,9 Punkte. Das ist der nächste Sieg für Andy Wellinger. Wahnsinn. Dann können wir jetzt mal die Sprunganalyse schauen. Da sehen wir auch alles 90er-Werte. Balance im Flug war nur 93,3. Hätte natürlich noch besser sein können. Leichtes Korrigieren immer mal wieder. Aber sehr gut der Sprung. Das bedeutet, Andy Wellinger gewinnt zum dritten Mal. Hat jetzt schon 300 Punkte, 120 Punkte auf Richie Freitag, der wieder nur Dritter wird. Das ist echt bitter langsam. Aber kann man nicht ändern. Mal schauen, 3000 Euro haben wir bekommen. Diesmal gibt es aber kein Level-Up. Deswegen können wir direkt zum Wachsen gehen. Gehen dann mal ins Training rein, machen noch ein bisschen extra Training, Seiten, ja, aber relativ schwacher Wind. Dann schauen wir uns mal die Schanze in Oslo an. Mindestens 41 Punkte sollen wir erreichen. Es ist ein bisschen schade, dass man das nicht alles zusammen auswählen kann, dass quasi die Springer ihr Training in einem Ladevorgang machen, dass man die Schanze immer wieder neu laden muss. Es dauert zwar nicht lange, aber gut, früher, als das Spiel erschienen ist, hatte ich natürlich nicht so einen super Rechner wie jetzt. Da ging das schon ein bisschen länger. So, jetzt sind wir in Norwegen. Ich glaube, wir sollten 41 Punkte machen. Das ist eine Schanze, die ich eigentlich gerne mag. Und der Sprung sieht auch sehr, sehr gut aus. Ui, da geht an die 120 Meter ran. Alter Schwede. Zumindest an den K-Punkt. Entschuldigung, nicht an die 120 Meter. Ich glaube, der K-Punkt ist hier geringer. Aber der war super, der Sprung. Der Anzug macht doch was aus, denke ich mal, auch bei Andy Wellinger. Da haben wir ihn ein bisschen bevorteilt. Aber das war ein super Sprung. Da sehen wir herzlichen Glückwunsch, wir haben es geschafft. Das war, denke ich mal, auch zu erwarten. Wir verteilen hier wieder Punkte. Ja, stimmt, der ist ja ein bisschen fett geworden, der Wellinger. Naja, 25,2. Da kann er mit leben. So, trainiert haben wir. 8200 Euro hat der gute Mann übrig. Richie Freitag kriegt wieder nur 1000. Da kann er sich natürlich auch keinen neuen Anzug von kaufen. Aber im Training schauen wir mal, was er da jetzt rausholen kann. 42 Punkte soll er erreichen. Und wie gesagt, der Ton jetzt während des Springens ist, denke ich mal, deutlich angenehmer. Ein bisschen schade, dass die erste Folge dann so vermurkst ist, aber ich wollte es jetzt auch nicht nochmal neu aufnehmen. Weil mir da auch ein bisschen die Zeit zu fehlt. Aber Skispringen wollte ich jetzt einfach mal mit reinnehmen. Wollte eigentlich Grand Ages Medieval heute weiter aufnehmen, aber jetzt kommt halt erstmal Skispringen. Machen wir dann auch noch so ein bisschen täglich. Und hops, der sieht gut aus, der sieht richtig gut aus. Der sieht verdammt gut aus. Jawohl, das wird ein schönes Springen. Die Windwerte hier im Training sind ja immer schon wie quasi dann später in der Qualifikation. 107 Meter, 102 Punkte. Sauber, sauber. Wenn wir da jetzt unsere Springer noch ein bisschen leveln, dann kriegen wir da bald auch richtige Höchstweiten hin. Schanzenrekorde werden purzeln. Hoffe ich zumindest. So, verteilen wir das mal relativ gleichmäßig. Wir kriegen natürlich auch noch bessere Trainer und mehr Geld. Es wird alles noch mehr werden. Zweiter Platz für Severin Freund. Motivation, juhu, plus 3, sauber. Gibt es wieder extra Training, was wie gesagt wichtig ist. Weite zwischen 76 und 100. Wenn wir mehr als 100 machen, kriegen wir... Was ist das für ein Quatsch? Was soll denn der Mist? Wir springen doch... Wir würden doch locker über 100 Meter springen. Okay, dann dürfen wir also nicht zu gut sein. Zwischen 76 und 100. Was soll denn der Mist? Gut, dass das angezeigt war. Ansonsten wären wir ja locker über die 100 gekommen. Guck mal, wie er sich freut dafür, dass er den Sprung mittendrin abgebrochen hat. Jawohl, der Hubschrauber fliegt da einfach mal 3 Meter über ihn drüber. So, das hätten wir auch geschafft, aber ein bisschen doof, die Aufgabe. So. Ja.
Er ist etwas schlanker als Andy Wellinger, aber bislang hat es nichts gebracht. Und dann geht es jetzt in den Wettkampf nach Oslo und das wird bei guten Wetterbedingungen sein. Mal schauen, ob wir die 110 Meter vielleicht knacken. Ich glaube es allerdings nicht. Aber dann machen wir mal einen Quali-Durchgang auf jeden Fall weiter. Und springen jetzt auch mal mit den anderen wieder. Weil bei so schönen Wetterbedingungen zu springen, es ist zwar Rückenwind, aber nur minimal. Also es ist quasi windstill. Was natürlich fast optimal ist. Und leichter Aufwind ist natürlich noch schöner. Weil da können wir schöne Sprünge machen. Das sehen wir auch hier. Boah, da kommen wir aber dicht dran an den K-Punkt. 108,5 Meter. 106 Punkte. Das ist für die Phase, in der wir uns befinden, schon ziemlich gut. Da freut er sich zurecht, der Richie. Qualifikationsweltmeister. Da hinten fliegen die Vögel in den Süden. Die sind aber auch sehr spät dran. So, jetzt hältst du wieder den Absprung. Ach, nicht perfekt. Der geht nicht so weit. Nee, da kommt er früher runter, der Severin Freund. Ja, ja, da ärgerst du dich zurecht. 98,1 Punkte in Anführungszeichen nur. Natürlich deklassieren wir die Konkurrenz damit, aber das reicht nicht, um in Führung zu gehen. Da ist Richie Freitag, der Qualifikationschampion, wieder vorne. Ist schon ein bisschen bitter. Und dann lassen wir Wellinger jetzt mal raus. Dann springt der jetzt als erstes, eröffnet quasi den ersten Durchgang als Weltcup-Führender. Was ja ein bisschen ein Nachteil ist, aber dafür hat er den besseren Anzug. Aber verdreht rausgekommen. Nicht gut. Nicht gut. Nee. Ich meine, es war natürlich, man darf es jetzt nicht vergleichen mit dem Qualifikationsdurchgang. Ich werde es immer wieder sagen müssen, wahrscheinlich. Eine Luke weniger, aber da bin ich komplett verdreht rausgekommen vom Schanzentisch. Da verliert man sofort an Höhe. Sprunganalyse wird es wahrscheinlich auch zeigen. Die Balance im Flug war nicht gut. 91,2 ist immer noch ordentlich. Aber hätte natürlich besser sein können. Die Führung wird's. Ui, aber nur knapp. 82,2. Daran sieht man schon, dass der Flug nicht gut war. Oder dass die Konkurrenz vielleicht auch stärker wird. So, und weiter geht's. Boah, auch wieder verdreht rausgekommen. Was ist denn los? Eigentlich ist der Brücken. Eigentlich ist der Wind doch relativ gleichmäßig, aber der war besser. Sollte eigentlich über 90 Punkte geben für Severin Freund. 88,4 knapp dran. 98 Meter, die 100 Meter nicht ganz geschafft. Aber ganz komisch. Nach dem Schanzentisch gibt es irgendwie immer einen Schlag zur Seite. Mal schauen. Mit Richie Freitag, der jetzt vielleicht endlich mal, die Konkurrenz schwächelt ein wenig. Beide Sprünge waren nicht perfekt. Jetzt muss es sitzen, Richie. Konzentriert. Guter Absprung, nicht ganz so verdreht wie die Konkurrenz und der Flug geht gut, aber nicht gut genug. Ich weiß es nicht, wird ein enges Höschen. Nee, reicht wieder nicht für die Führung. Da ist Severin Freund vorne, Andreas Wellinger nur auf Platz 3. Aber jetzt muss er quasi im zweiten Durchgang zeigen, dass er es noch kann. Der Abstand sind nur rund 3,6 Punkte. Jetzt wird aus Luke 4 gestartet, da kann man nochmal was aufholen, aber Yasuhiro Hirai hat schon ordentlich Punkte gemacht. Also müssen wir schon rund 100 Punkte holen. Okay, der sieht gut aus, der sieht richtig gut aus. Jawohl, das war ein super Sprung. 108,5 Meter, Haltungsnoten leider nicht so perfekt. Wobei 19,5, 18,5 ja eigentlich ziemlich gut ist, aber 105 Punkte, das reicht für die Führung. Aber da war der Japaner dicht dran an uns. Ja, 9 Punkte nur. So, Richie Freitag, ab geht die Post. Wir wollen ja auch, dass du mal gewinnst. Also nicht, dass ich jetzt mit Absicht versuche, mit jedem Springer so weit zu springen, wie es geht. Und dann ist es halt Zufall. Ja, der sieht gut aus. Vom Schanzentisch gut weg. Im letzten Moment gelandet. Das wird eng, das wird eng. Haltungsnoten auch nicht perfekt, aber nur 102,5 Punkte. Das wird doch wieder nichts für Richie Freitags. Gibt's da nicht.
Er braucht einen neuen Anzug. Er braucht wirklich einen neuen Anzug. Oh, es reicht. 0,2 Punkte vor Andy Wellinger. Jawohl, Klopf auf Holz, Severin Freund. Wird es jetzt der erste Weltcupsieg für Severin? Wir schauen es uns an. Sehr gut vom Schanzentisch weg. Wind kommt eigentlich relativ deutlich von vorne. Aber springt in den ähnlichen Bereich wie die anderen beiden. 107,5 Meter nur, 105 Punkte, aber das müsste reichen. Das ist der Sieg für Severin Freund in Oslo in Norwegen. Saubere Leistung. Das Publikum ist verzückt, wie man gerade gemerkt hat. Und wir sehen Severin Freund relativ, also relativ souverän vorne. 3 Punkte Vorsprung, da sind wir mit allen drei Springern in einen engen Bereich reingekommen. Und das ist quasi wieder die Nachwuchsliga, der Nordische Nachwuchscup. Da, wo die Sprungergebnisse zählen, da ist Severin Freund trotzdem nur auf Platz 3, aber bei alle drei Springer innerhalb von 2,4 Punkten, da bin ich relativ gleichmäßig dabei. So, dann schauen wir uns mal an. Andreas Wellinger kommt wieder als erstes, der jetzt nur Dritter geworden ist. Wir werden zu einer Quizshow eingeladen. Gut, jetzt kann ich mich mal blamieren. Okay, die Fragen sind natürlich auch nicht ganz einfach, weil sie ewig alt sind. Quizbeginn. Welcher Sonnenstaat freute sich über die Winterspiele 1960? Die Winterspiele 1960? Kalifornien. Nächste Frage, kommt schon. In welcher Sportart fallen keine Tore? Handball, Fußball, Eishockey, Volleyball. Wahnsinn, das war auch schwer. Jan Matura wurde 2003 tschechischer Meister, angeblich weil sein Vater der tschechische König ist, er als einziger antrat, die Sprungrichter seine Weite überschätzten, er als einziger beide Sprünge stand. Wieso denn angeblich weil? Die Sprungrichter seine Weite überschätzten. Ja, okay, das war wegen dem angeblich, war ich ein bisschen stutzig. Aber gut, daran seht ihr 2003 Jan Matura, klar, in Österreich heißt er ja, in Deutschland heißt er ja eigentlich Jan Abitur. Naja, haben wir verkackt. Hätten wir ein bisschen Geld machen können. So, jetzt schauen wir mal, wo das nächste Springen hingeht. Es geht nach Liberec, wieder nach Tschechien. Relativ große Schanze, Windböen, von hinten kommt der Wind. Wir machen eine Telemark-Landung, das kriegen wir, denke ich, mal hin. Wie gesagt, ich werde das auch immer mal ein bisschen offscreen machen, aber es ist wichtig, dass wir diese Trainingssprünge mit reinnehmen. Der Ladebildschirm dauert ja nicht lang. Das sind ja nur 3-4 Sekunden. Und dann schauen wir mit Andy Wellinger eine Telemark-Landung. Wind kommt ja recht stark von hinten, böig von hinten vor allem. Da weiß man nie, was man kriegt. Neue Skier und so weiter müssen wir uns dann natürlich auch noch zulegen. Da können wir unseren Springer noch ein bisschen leveln. Ist jetzt ein relativ langer Schanzentisch, wie man gesehen hat. Also wir müssen ja nur eine Telemark-Landung machen. Aber gerade so. Ja, Liberec war nie so mein Lieblingsding. Habe ich das Gefühl, da steht man immer in der Luft. Ja, und er sagt doch, oh, aus Salemio, warum? Warum hat er nicht geklappt besser? Ich finde, es müsste eigentlich auch noch mehr Werbung auf dem Leibchen sein. Da ist doch noch Platz. So, aber die Telemark-Landung haben wir geschafft. Bislang haben wir noch nie eine Trainingsaufgabe verkackt. Bin ich super stolz drauf. Ich glaube, da braucht man ein bisschen BMI. Ein bisschen weniger Burger. Bei der Sprungkraft ist er ja schon recht gut. Ne, aber nur 0,1 abgenommen. Das war nicht so gut. Adam Blanke, Platz 5 in der Weltrangliste, wettet um 1300 Euro, dass er im nächsten Wettkampf in mindestens einem Durchgang weiterspringt als sie. Jawohl. So, als Newcomer freut man sich über jeden Zuspruch, aber ob sie sich auf die Prognosen einer Wahrsägerin verlassen sollten, naja, Hauptsache es motiviert sie. Oh Gott, Richie, was ist los mit dir? So, gewachst wird. Trainiert wird natürlich auch. Wir machen denselben Training. Zwischen 87 und 110. Da weiter kommen wir, glaube ich, eh nicht bei den Wetterbedingungen. Christoph Nager. Keine Ahnung, wer das sein soll. Christoph Nager. Weiß ich nicht. Natürlich jetzt auch, wie gesagt, schon sehr, sehr lange her. So, also in der Anfahrt ist schon mal alles recht ruhig. Dann sollen wir zwischen, da unten sollen wir landen. Machen wir doch glatt. Dann brechen wir den Sprung halt früher ab, damit es gar nicht zu eng wird.
ein bisschen sinnlose Trainingsaufgaben, aber was soll's. Das Leibchen sieht ein bisschen nach Bed and Win aus. Invest and more. Naja. Weiß gar nicht, ob es Bed and Win damals schon gab, bestimmt. So, haben wir auch geschafft. Der Junge ist eigentlich recht gut drauf, muss man sagen. Motivation ist auch sehr, sehr gut. BMI-Index ist in Ordnung. Hat jetzt auch nichts mehr abgenommen. Dann geht's weiter zu Severin Freund, der ja das letzte Springen gewonnen hat. Und jetzt nochmal Motivation plus 3. Ein Lokalsender lädt sie zu einer seiner Sendungen ein. Vielleicht ist das der Beginn einer großen Karriere. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Dann machen wir ja auch nochmal den Trainingssprung. Mal schauen, was wir machen müssen. Eine Telemark-Landung. Die Wetterbedingungen sind jetzt leider nicht so top, dass man da große Weiten springen könnte. Und dann machen wir noch das nächste Springen in Liberec. Und dann gibt es wieder kleines Päuschen und dann schauen wir erstmal, wie es überhaupt ankommt, ob die Leute überhaupt Lust auf Skispringen haben. Wir werden natürlich auch noch sowas zur Vierschanzentournee machen. Jo, den haben wir gut getroffen. Gut aus der Sprung. Und Telemark-Landung haben wir auch geschafft. Der war sehr ordentlich, der Sprung. Da kannst du dich zurecht freuen, mein Freund. Man kann hier auch noch steuern, wo er hinfährt. Und jetzt kann man, Achtung, die Skier drehen. Hammer. Seht ihr, da kriegt er auch sofort Kopfschmerzen von. Aber der Sprung war ordentlich. Weiß gar nicht, warum er sich da geärgert hat. Oder er konnte es nicht glauben, dass er im Training so weit springt. Das ist Wahnsinn. Die Motivation ist schon übertrieben gut. Jupp. Und dann geht's ab in den Wettkampf nach Liberec. Der wettet ja hier gegen alles. Jetzt geht's in den Blütencup. Da gibt's 3 Springen. Gehört also quasi nicht zum klassischen Weltcup dazu. Und ausverkaufte Hütte, wie bei jedem Nachwuchswettbewerb in Tschechien. Ist immer alles ausverkauft. Na, was soll's, ist ja nur ein Spiel. So, wir lassen jetzt mal alle 3 weg. Und, oh, K.O.-Modus. Jetzt springen wir gegeneinander, glaube ich. Oder nee, doch nicht. Scheiße, habe ich nicht bedacht. Aber den K.O.-Modus kennt ihr ja von der Vierschanzentournee wahrscheinlich. Wir waren ja zum Glück gesetzt. So, der Sprung sieht sehr gut aus, sehr gut. Ordentlich. Richie, hast du gut gemacht. 96,5 Meter, 75,2 Punkte, mit leicht verkürztem Anlauf natürlich alles. Richard Freitag, du bist der Beste, ich will ein Kind von dir. Gib mir eins von deinen, welche du eh schon gemacht hast. Und gewinnen wir, jawohl, wir haben das Duell gewonnen. Jetzt Severin Freund gegen Stan Lenjo, oder Lenho, oder Lenho, wie es bei Lachti ja ausgesprochen wird. Da verlachst die. So, ab geht's, da sehen wir den riesen Poppes von Severin. Leicht verdreht rausgekommen. Aber trotzdem noch ordentlich in den Flug reingekommen, aber kein perfekter Sprung, um Gottes Willen. 97 Meter trotzdem. Es müsste die Führung eigentlich sein. Haltungsnoten waren ganz ordentlich. Man sieht die blassen Zuschauer wieder, die im Rhythmus klatschen. Jawohl, da springen sie nochmal hoch vor lauter Freude. Wir sehen, es reicht nicht. Richie Freitag war doch besser mit 75,2. Und das Duell geht aber auch an uns. Und jetzt kommt Andy Wellinger gegen Yasuhiro Hirai, der ja doch einmal schon relativ gut mithalten konnte. So, ich finde es immer schade, dass man generell nicht auswählen kann, dass man immer aus Luke 4 startet. Boah, schon wieder so verdreht rausgekommen. Das gibt's doch gar nicht. Das war aber ganz knapp am Sturz. Und das war kein guter Sprung. Ich muss aufpassen, dass ich mit der Maus nicht zu weit nach hinten gehe beim Absprung. Ansonsten kommt er sehr verdreht rum. Na gut, mal schauen. Ui, er hat sogar das Duell verloren. Aber über die Lucky Loser kommt er quasi dann als, ja, 26. ist es dann hier. Eigentlich ist er Vierter.
Aber das war schwach. Das wird nichts werden mit dem nächsten Sieg für Andy Wellinger. Momentan nur auf Platz 4 bzw. 26. So, und jetzt müssen wir beim zweiten Durchgang ordentlich einen raushauen. Vor allem mal nicht verdreht vom Schanzentisch kommen. Das sieht gut aus. Ja, sehr ordentlicher Sprung. Damit wird er, denke ich mal, noch auf Platz 3 vorkommen. 84,6 Punkte, die 100 Meter geknackt, 102 Meter gezogen hat er. Die tschechische Fahne weht steif im Wind. So, 151 Punkte, mal schauen, ob es reicht. Jawohl, Dritter ist er im Minimum. Jetzt kommt Severin und dann geht Richie Freitag als Führender hier in den letzten Sprung. Aber der Abstand war nur ein Punkt, wird also relativ knapp werden. Gut den Absprung erwischt, sehr, sehr gut. Kaum Korrekturen, das ist auf jeden Fall die Führung, sauberer Sprung. Das wird jetzt schwer für Richie Freitag, das zu toppen, 103,5 Meter. Trotzdem lamentiert er noch, nie zufrieden, Severin Freund. 87,8 Punkte, deutliche Führung. Da gibt es kein Vertun, 10 Punkte vor Andy Wellinger. Und jetzt kommt Richie Freitag, das muss aber erstmal getoppt werden. Ab geht die Post, Junge. Komm, zünde den Turbo. Vor allem nach dem Absprung muss es gut laufen. Ja, ordentlich, aber nicht gut genug, glaube ich. Nicht gut genug, nicht gut genug. Das wird wieder schwer. 101 Meter nur. 84,8 Punkte. Der Abstand war, glaube ich, nur ein Pünktchen. Das wird wieder nichts mit dem ersten Sieg. Da ist Severin Freund in Front. Ganz genau mit 1,9 Punkten. Andy Wellinger aber jetzt deutlich geschlagen und im Blütencup werden die Punkte mitgenommen. Bedeutet, das wird schwierig für Andy Wellinger, das noch aufzuholen. Der Rest der Konkurrenz, ja, deklassiert ist zu viel gesagt. Yasuhiro Hirai hat schon relativ gut mitgehalten, auch wenn es natürlich 22 Punkte auf den Sieger sind. Aber das lief doch ganz ordentlich. Da haben wir mal wieder gewonnen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schauen uns gerade mal an, wo dann das Springen hingeht. Das hängt immer ganz kurz ein bisschen, wenn das Springen vorbei ist. Und wir können noch ein Power-Up machen. Ui, 8 Punkte, alter Schwede. Dann machen wir das doch so. Nicht schlecht. Geht ja alles relativ fix hier. Sie haben die Wette von Adam Blanke gewonnen und damit 1300 Euro gewonnen. Wir sollten vielleicht häufiger mal wetten. Dann sehen wir uns in Zakopane wieder. Ich mache jetzt wieder mal das Training, das Wachsen und so weiter alleine. Das ist ja, wie gesagt, auch nicht so super spannend. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns in Zakopane wieder. Bis dann.